Hallo zusammen. Wen sehen wir denn hier? Eine wunderbare Badeente. Und wenn ich mich umdrehe, sehen wir ein Gewässer, einen wunderschönen See. Das ist der Sausulensee. Wo gibt es denn einen See mit so einem schönen Namen? Und wenn ich mich wieder umdrehe, sehen wir ein Grab. Ich befinde mich auf dem Waldfriedhof an der Heerstraße am Grab von Viktor von Bülow, besser bekannt als Loriot. Und diese schöne Badeente, die möchte ich ihm jetzt zu den anderen Enten aufs Grab stellen. Dafür gehen wir sorgfältig einen kleinen Weg lang. Und hier sehen wir schon all die anderen wunderbaren Enten. Parade auf dem Grabstein. Eine schöner als die andere. Wo darf ich denn mein Prachtexemplar noch hinstellen? Ah, ich glaube, hier ist ein guter Ort. Ja, geheimnisvolle Orte, versteckte Orte in Berlin, die haben es uns angetan. Und das hier ist einer von diesen Orten, von den 77 Orten, die in dem Buch vorgestellt werden. Wir sehen hier noch eingraviert, schön hineingeschlagen in den Stein, einen Vogel. Ein Pirol ist das. Das ist das Wappen der von Bülows. Und auf Französisch heißt der Pirol Loriot. So ist er zu seinem Namen gekommen. Einer von 77 versteckten Orten in Berlin. Ich darf Sie auf eine Reise einladen. Entdecken Sie mit mir zusammen, mit dem Buch zusammen, 77 Orte in Berlin, die Sie vielleicht so noch nicht kennen. Vielleicht auch den Sausulensee.